In dem Sinne fangen wir vielleicht kurz mal damit an, dass du dich kurz mal vorstellst, was du machst, wer du bist, wie du zu Femnet gekommen bist, dass wir einen kurzen Umriss haben und wissen, mit wem wir es zu tun haben. Ja, gerne. Also, ich bin Eike. Hallo an alle. Ich arbeite bei Femnet. Femnet ist ein Verein aus Bonn, der sich für Frauenrechte und Arbeitsrechte in der globalen Bekleidungsindustrie einsetzt. Und ich bin 2016 zum Verein gekommen. Da habe ich ein Praktikum dort gemacht. Ich habe Femnet kennengelernt, weil die bei mir an der Hochschule Niederrhein, beim Nachhaltigkeitstag waren. Und dann fand ich das ganz spannend und habe mich dann für das Praktikum beworben. Und das hat zum Glück geklappt. Genau, dann war ich lange ehrenamtlich für Femnet tätig und seit 2018 bin ich jetzt wieder fest im Team, habe viel Social Media gemacht und bin jetzt seit diesem Monat die Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Sehr cool. Das ist Weißt witzig, dass das so gut funktioniert, weil ich habe nämlich Femnet auch übers Studium kennengelernt. Da waren die auch aber mit dabei. Ah. Also ja, genau, die Aufklärungsarbeit, die steht bei euch ja auch sehr groß geschrieben, ne? Also da habt ihr Genau. auch Seminare an Schulen und an Universitäten. Ja, Genau. das ist. Also wir haben so drei Säulen unserer Arbeit, sagen wir immer so. Und die eine Säule ist Bildung und Beratung. Und dieses Bildungsding ist an den Hochschulen und Schulen, genau wie du schon sagst. Also da haben wir viele Workshops oder auch irgendwie so Projektbegleitungen und so weiter. Und Beratung machen wir auch für Kommunen und Städte. Da beraten wir in der fernöffentlichen Beschaffung. Das läuft auch richtig gut mittlerweile. Und die zweite Säule ist so ja, politische Arbeit, Kampagnenarbeit. Also wie jetzt zum Beispiel beim Lieferkettengesetz, wo wir heute noch drüber Ja. sprechen wollen zum Beispiel. Und das dritte ist unsere Zusammenarbeit mit den Partnerorganisationen vor Ort in Bangladesch und Indien und weiteren Ländern. Also wir versuchen jetzt Okay. auch immer mehr Länder da noch mit reinzunehmen. Sehr cool. Das jetzt mal ganz grob zur Arbeit Ja, bei sehr Femnet. cool. Also das ist auch echt klasse, dass wir dich da mit dabei haben können, weil wir beschäftigen uns natürlich mit dem nachhaltigen Teil, also wie kann man es quasi besser machen oder wir versuchen es besser zu machen, aber eben einer der wichtigen Punkte, vor allem wo es jetzt auch ja in der Fashion Revolution League drum geht, ist, wie viel einfach in der Fast Fashion auch schief läuft und was eben ja durch dieses Ereignis 2013 Rana Plaza auch nochmal einfach allen, glaube ich, klar geworden ist, dass das sau viel einfach falsch läuft und man auf jeden Fall was ändern muss. Genau, wo wir gerade doch bei dem Thema sind, da ist auch mal die Frage an dich, wie viel Einblick habt ihr denn da gerade? Also wie sieht es jetzt im Vergleich zu damals, 2013 und zu heute aus? Sieht man da irgendwie schon einen Fortschritt? Gibt es irgendwie Veränderungen oder hat jetzt die Pandemie dann doch auch noch mal mehr Schaden angerichtet, als man, ja, als man das gewollt hätte? Ja, also das ist leider so. Ja. Aber mal zurück zu 2013, nach dem Rana Plaza Einsturz, gab es eigentlich eine ganz gute Entwicklung in Bangladesch. Da wurde ja der Akkord eingeführt. Das ist oder war ist ein Gebäudesicherheits- und Brandschutzabkommen. Und das hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass es sehr viel mehr Sicherheit für die Arbeiter in Bangladesch gab. Also da wurden dann Fabriken inspiziert und man hat Audits gemacht und die Fabriken, die dann den Standards nicht gerecht wurden, die wurden dann ja, geschlossen oder vorübergehend geschlossen, bis sie halt wieder den Standards gerecht wurden. Und jetzt ist aber leider so, dass diese Aufgaben von dem Akkordbüro übernommen wurden von einer staatlichen Institution. Und da ist leider so, dass jetzt die Gewerkschaften nicht mehr so gut vertreten sind wie vorher, also in einer sehr geringeren Zahl sind. Und auch so zivilgesellschaftliche Organisationen wie die CCC, also die Clean Clothes Campaign, wo wir als Femnet auch Mitglied sind, die hatten vorher einen Beobachterstatus und der ist jetzt auch weggefallen. Deswegen ist das, naja, sehr negative Entwicklung und ja, man kann davon ausgehen, dass diese Sicherheit, die jetzt die letzten Jahre gegeben war, jetzt leider sich wieder ja, schlechter entwickelt. Und allgemein zur Situation kann man schon sagen, dass die Pandemie dann nochmal
deutlich gezeigt hat, wie schnell dieses Risiko in der Fast Fashion-Branche auf die Leute in der Textilkette gedrückt wird. Also Ja. ja, katastrophale Situation. Also Ja. teilweise war es so, dass ArbeiterInnen von einem Tag auf den anderen kein Geld mehr hatten, weil der Lohn ausfiel, weil ja super viele Unternehmen diese Aufträge storniert haben und dann auch von einem Tag auf den anderen kein Geld für Essen hatten und kein Geld für Miete und Ja, ja, in krass. Ja, existenzielle das Not ist auch so, geraten sind. wo wir das natürlich auch hier in Europa, also wir haben ja unsere Lieferkette hauptsächlich in Europa, selbst da haben wir das ja auch schon mitbekommen, dass eben große Firmen die Aufträge einfach sehr, sehr krass minimiert haben. Und wenn man sich dann vorstellt, dass es in der nachhaltigen Industrie, wo die Leute wirklich auch vielleicht noch ein bisschen sozialeres Bewusstsein haben oder hoffentlich ein sozialeres Bewusstsein haben, und was da dann einfach passiert, wenn das sich um tausendfache Stückzahlen handelt, die dann einfach runterbrechen, die nicht mehr verkauft werden können, was das dann eben für Auswirkungen hat, in den Ländern, in denen das produziert wird. Das ist schon, ja, schon krass einfach, sich das vorzustellen. Und eben auch gerade dann finde ich auch irgendwie die Verantwortung von uns kleinen Labels auch oder von uns nachhaltigen Labels, die das tatsächlich gar nicht so stark betrifft einfach auch diese Pandemie. Natürlich haben wir alle unsere Struggles irgendwie, aber eben gerade die Label, denen es dann doch auch noch ein bisschen besser geht, dann auch zu sagen, wir brechen jetzt unsere Produktion nicht runter, sondern ja, produzieren da trotzdem weiter und versuchen unsere Stückzahlen trotzdem zu halten. Weil Ja. wir eben wissen, ne, was dahinter alles noch Genau. dranhängt und welche einzelnen Schicksale ja im Grunde davon Ja. jedes Mal mit betroffen sind. Also Genau. von daher. Ja, voll. Nee, auf jeden Fall sau krass. Ist auch echt cool, dass es da Initiativen gibt, die sich darum kümmern. Aber das zeigt ja auch so ein bisschen, auch wenn du sagst, dass dieses das Akkord einfach überhaupt nicht funktioniert hat oder was heißt überhaupt nicht, aber jetzt schon einfach ein bisschen schwieriger ist, einfach umzusetzen und Einblick zu haben, dass es halt doch einfach auch super wichtig ist, was an der ganz am Anfang schon zu verändern. Dass man eben sagen kann, die Labels müssen sich einfach auch mit darum kümmern, dass in den Ländern ja, die Bedingungen einfach besser werden, wenn das eben der Staat vor Ort oder die Politik vor Ort nicht übernehmen kann. Oder wie ist da deine Meinung dazu? Also siehst du auch quasi die Label und die KundInnen dann auch in Verantwortung da wirklich, also kann man da explizit dann was dran verändern als Einzelner? In seiner Kaufentscheidung quasi. Ja, also erstmal zu Unternehmen und auch Regierungen hat es, glaube ich, auch angesprochen. Also ja, es ist leider so, dass die Unternehmen in den letzten Jahren bewiesen haben, dass diese freiwillige Sorgfaltspflicht halt zu nichts führt im Großen und Ganzen und dass wir ja als Deutsche, also als deutsche Unternehmen auch natürlich diese Verantwortung in Wertschöpfungsketten haben und da auch diese Verantwortung übernehmen müssen. Und wenn das so halt nicht klappt, dann muss es halt ein Gesetz geben, Ja. das natürlich dann dazu führt, dass Unternehmen dazu verpflichtet werden, Menschenrechte einzuhalten und Umweltstandards auch einzuhalten. Aber genau, also es ist halt so ein Zusammenspiel, ne? Es sind die Unternehmen, es ist die Regierung dort und auch hier und aber auch die VerbraucherInnen. Also mit einer bewussten Kaufentscheidung, also wenn ich jetzt nachhaltig kaufe oder wenn ich irgendwie Secondhand kaufe, wenn ich einfach bewusst konsumiere insgesamt, kann ich natürlich was verändern. Also dass die Nachfrage von nachhaltiger Bekleidung wächst und man merkt das, auch dieser Druck auf die Unternehmen, der wächst. Also es gibt ja, also eigentlich kein Fast-Fashion-Unternehmen, was nicht noch irgendwo hinschreibt, das ist fair, das ist öko und wie viel dahinter steht, ist nochmal eine andere Frage. Greenwashing soll ja heute auch noch Thema sein. Aber ja, man merkt, dieser Druck der VerbraucherInnen, der ist halt schon da, der muss halt nur noch größer werden. Und ja, ich finde immer noch wichtig zu sagen, dass es natürlich nicht nur die Kaufentscheidung ist oder der Konsum, sondern natürlich auch der Aktivismus. Also man hat mittlerweile so viele Möglichkeiten, auch richtig, also politisch aktiv zu werden, sage ich mal. Auf jeden Fall. Ja, da
Ja. Wollen wir ja auch noch mal gerne ein paar Tipps geben. Habe ich mir noch ein bisschen was zu notiert für später. Aber da gibt es ganz viele Möglichkeiten, auch außerhalb des Konsums aktiv zu werden. Und es sind ja eben vor allem Frauen in der Textilindustrie, die da auch betroffen sind. Kannst du kurz erklären, wieso es meistens Frauen sind und welche Verantwortung sie teilweise auch für ihre ganzen Familien ja auch tragen? Also ich glaube, viele wissen, dass die so das Verhältnis der Angestellten in der Bekleidungsindustrie sehr unausgewogen ist. Also es gibt sehr viele Frauen. Man spricht immer so von 80% durchschnittlich. Das variiert natürlich je nach Land. Und genau, in vielen Ländern ist es so, dass die Frauen dann auch die einzigen Erwerbstätigen sind, die dann für die Familie sorgen müssen. Genau, das ist ja so der große Faktor, warum die Frauen natürlich jetzt auch von der Pandemie stärker betroffen sind. Zum anderen sind das natürlich auch so patriarchalische Strukturen. Also die Aufseher sind meistens männlich und die Frauen, die dann nähen, sind da untergeordnet und dann gibt es oft Beschwerden von Beleidigung, sexuelle Belästigung, also einfach dieser Druck von der Ebene höher wird halt, oder diese Macht wird quasi häufig ausgenutzt und da gab es auch kürzlich einen Fall von einer Ermordung und Vergewaltigung von einer Näherin, die von ihrem Aufseher zur Fabrik gelockt wurde und dann mitgenommen wurde und 3 Tage später dann tot aufgefunden wurde. Und das ist natürlich jetzt ein sehr harter Fall. Aber grundsätzlich, danach sind dann auch ganz viele Stimmen aus der gleichen Fabrik laut geworden, wo gesagt wurde, ja, ich habe mich auch schon mal beschwert und ich erlebe auch sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Und das sind so die beiden Hauptgründe, warum Frauen so stark betroffen sind. Es ist ja auch, auch total kulturell verankert, einfach auch in den Ländern, dass eben auch Frauen generell eigentlich nicht selber entscheiden dürfen und immer der Mann als Oberhaupt der Familie auch dann die Entscheidungen trifft. Und es ist wahrscheinlich auch total schwierig, auch für Organisationen wie euch jetzt dort auch reinzukommen und dann auch wirklich die Mentalität ja mit auch zu verändern. Oder wie kriegt ihr das damit? Also habt ihr das Gefühl, die Frauen sind da wirklich auch dahinter, die wollen da auch was verändern, die wollen eigentlich auch Gewerkschaften gründen, oder ist es einfach auch sehr tief verankert, dass es viel von außerhalb passieren muss? Also das stimmt auf jeden Fall. Also diese patriarchalischen Strukturen sind natürlich nicht nur in den Fabriken, sondern auch außerhalb. Also jetzt zum Beispiel in Indien oder Bangladesch ist es auch so. Und oft ist es auch so, dass Frauen überhaupt gar nicht wissen, was ihre Rechte sind. Die wissen nicht, dass sie diese Überstunden nicht machen müssten, theoretisch. Und in Indien gibt es zum Beispiel auch ganz tolle Gesetze zu Kinderbetreuung in Fabriken und so weiter. Und das sind alles Sachen, die weiß eine Arbeiterin nicht unbedingt. Und da setzen unsere Partnerorganisationen auch an. Also das erste Ziel ist eigentlich, die Arbeiterinnen aufzuklären, um dann sich selbst quasi stark zu machen für ihre Rechte. Und bevor sie die halt nicht kennen, können sie das natürlich nicht. Ja. Und das ist so der erste Schritt. Und da gibt es aber auch eine ganz gute Entwicklung. Also es gibt immer mehr Arbeiterinnen, die diese Situation halt eben nicht mehr so hinnehmen wollen und die sich dann in Gewerkschaften organisieren gemeinsam und dann auch gemeinsam auf die Straße gehen und gemeinsam protestieren oder auch dann im Kollektiv halt dann auch den Mut haben, sich zu beschweren, wenn der Lohn irgendwie noch nicht da ist oder wenn es halt Belästigungen gibt und so weiter. Also das sollte immer der Weg sein, dass man quasi die Frauen ermächtigt, für sich selbst aufzustehen. Ich glaube, es ist echt wahrscheinlich auch sehr schwierig, sie da drin zu bestärken, dass sie ihre Stimme einsetzen und auch eben gehört werden. Ich glaube, das ist der erste Schritt und glaube wahrscheinlich auch der schwierigste Schritt, sie über diesen Punkt hinweg zu bekommen. Ne? Sagt was, wenn es eben nicht passt, und geht auf die Straße und setzt euch dafür ein, weil ihr verändert ja nicht nur was für euch, sondern für alle, die da mit dabei und sind. Ne? Und dazu finde ich auch, muss man auch immer sagen, das fand ich auch, ich habe ein halbes Jahr in Indien auch gelebt
Und habe dort mit einer indischen Freundin mich auch oft über Frauenrechte auch unterhalten. Und die hat auch gemeint, und das war mir bis dahin auch gar nicht klar, dass wirklich auch die Sachen, die bei uns hier in Europa auch passieren, gerade aktivistische Geschichten, dass Frauen für ihre Rechte einstehen, dass demonstriert wird, dass das ja auch wieder Auswirkungen hat. Weil vor allem heute im Zeitalter von Social Media kriegen das natürlich Leute auf aller Welt mit, wenn große Demonstrationen stattfinden oder wenn sich eben ein Land für ein Lieferkettengesetz zum Beispiel einsetzt. Und das hat, glaube ich, immer noch mal viel größere Auswirkungen, als man das selber jetzt erstmal denkt. Also, dass es nicht nur im eigenen Land irgendwie passiert, sondern auch ja, über die Grenzen rausgeht und Leute auch motivieren kann, was zu verändern und was zu tun. Genau. Und auch gerade... Oh, sorry. Nee, du kannst ja. Ich wollte nur ergänzen, also das stimmt auf jeden Fall. Und gerade auch durch Social Media gibt es ja jetzt wirklich die Möglichkeit, auch sich zu vernetzen und irgendwie im direkten Austausch zu sein. Und man hört auch häufig, dass die Arbeiterinnen vor Ort davon, also das mitbekommen, dass wir hier in Europa zum Beispiel auch für sie ja mitprotestieren oder auch wenn es so Fälle in gewissen Fabriken gibt, die dann medial aufgegriffen werden, das kriegen die mit und das bringt die natürlich auch dazu, dann die wissen dann, okay, das ist richtig, wir werden gesehen, andere Menschen solidarisieren mit uns und deswegen machen wir weiter, bis wir das bekommen, was uns zusteht. Also das ist ja eigentlich eine ganz schöne Entwicklung, dass man das jetzt so vernetzt hat und das direkt sehen kann auch, so die Auswirkungen. Total. Das stimmt. Ja, wo wir jetzt gerade auch kurz das Lieferkettengesetz angeschnitten haben. Brandaktuell sozusagen. Genau. Da wird ja jetzt heute, findet die erste Lesung statt des Lieferkettengesetzes. Da ist ja gerade auch so, wie du auch vorhin schon angesprochen hast, eben Kinderrechte auch eine ganz große Sache, wo viele kritisieren, dass das nicht, nicht groß genug mit verankert ist im Lieferkettengesetz. Kannst du vielleicht kurz einmal einfach das Lieferkettengesetz erklären, was es ist für die Leute, die das vielleicht noch nicht kennen oder noch nicht von gehört haben und was da so die Vor- und Nachteile auch sein können? Und was in der Zwischenzeit auch passiert ist von dem eigentlichen Entwurf zu dem, was jetzt, was wir jetzt eventuell bald haben. Ja, genau. Also das Lieferkettengesetz ist schon länger in Diskussion. Das haben die Minister Hubertus Heil und Gerd Müller vorangetrieben. Die haben einen Entwurf gemacht und das wurde jetzt auch in den Bundestag gebracht. Und genau, dieses Gesetz soll dann verpflichtend sein für Unternehmen, ihre Menschenrechte innerhalb der eigenen Lieferketten zu wahren und Umweltstandards. Und genau, das ist auf jeden Fall jetzt mal grob gesagt eine ganz tolle Entwicklung, dass jetzt dieses Gesetz angestrebt wird. Leider gefällt das einigen Leuten aus der Wirtschaft nicht so gut und die haben dann ordentlich Druck gemacht aufs Wirtschaftsministerium, sodass auch der Minister Altmaier sich dann sehr stark dafür eingesetzt hat, dass es halt eben nicht in diesem ursprünglichen Entwurf weitergeht in den Bundestag. Und dann gab es sehr viele Gespräche zwischen den drei Ministern und auch dem Bundeskanzleramt. Und ja, dann gab es öfter mal auch Verzögerungen. Dann war es immer so, ja, dann und jetzt in 2 Wochen. Und dann hat sich es immer mehr verzögert. Also man hat gemerkt, da gibt es einiges zu bereden und das wird nicht so easy peasy durchgehen. Und genau, jetzt ist es aber so, dass der Entwurf sehr stark verwässert wurde und eben die Sachen, die wir auch sehr wichtig fanden, die drin sein sollten, mittlerweile nicht mehr drinstehen. Kannst du da sagen, das genau, also welche Punkte das waren? Also zum einen ist sehr kritisch, dass in diesem jetzigen Entwurf keine zivilrechtliche Haftung mehr drin ist. Das heißt, wenn es Opfer oder Hinterbliebene gibt von Katastrophen wie Rana Plaza oder von einem Feuer in einer Fabrik und so weiter, dann haben diese Leute keine eindeutige rechtliche Grundlage, um in Deutschland vor Gerichten klagen zu können. Und das ist natürlich
eigentlich so mit das Wichtigste, ne? Ja. Also Ja. wenn halt wirklich so was Schlimmes passiert, dass dann, also das wäre halt das Minimum eigentlich, dass dann wenigstens die Opfer oder Hinterbliebenen halt eben Entschädigung bekommen. Ja. Und genau, das ist nicht mehr drin. Ein anderer Punkt ist auch, die Größe der Unternehmen war ganz, ja, wurde lange drüber debattiert. Und nun ist es so, dass es ab dem Jahr 23, also es wird auch erst im Jahr 23 umgesetzt werden. Das heißt, die Unternehmen haben auch noch ein bisschen Vorlaufzeit eigentlich. Ja. Genau, das soll dann in Kraft treten und dann soll es aber erstmal nur für Unternehmen ab 3000 MitarbeiterInnen gelten. Und im nächsten Jahr, also 2024, dann für Unternehmen mit 1000 MitarbeiterInnen. Und ja, wenn man sich das in Deutschland mal anguckt, also jetzt, also das Lieferkettengesetz soll ja für alle Branchen gelten. Ja. Und gerade in der Textilindustrie oder Bekleidungsindustrie in Deutschland gibt es halt sehr viele Unternehmen, die halt mittelständisch sind, die halt eben Ja. nicht darunter fallen. Ja. Und die aber trotzdem natürlich durch ihre textilen Wertschöpfungsketten eine große, ja, große Auswirkungen haben auf Genau. Menschenrechte und wo auch Menschenrechtsverletzungen passieren, wie wir wissen. Deswegen, Ja. das ist auch ja, sehr, sehr kritisch. Ja. Ja, und so ein Liefergesetz, Lieferkettengesetz ist ja auch total, total wichtig, weil ich meine, klar gibt es die nachhaltige Branche, die aber einfach immer noch auch so ein bisschen, also immer noch in ihren Stadtlöchern steht und eine sehr, sehr kleine Branche ist. Und aber da sieht man einfach auch, es ist einfach möglich, seine Produzenten vor Ort auch zu kennen und seine Produzenten auch in ja, Verantwortung zu ziehen und dahin zu gehen und zu schauen, wie sieht es dort aus. Und weil das ist ja ganz oft auch die Ausrede von den Unternehmen, dass sie sagen, ja, wir haben damit nichts zu tun, das ist ausgelagert, die sind dafür zuständig, wir geben quasi nur den Auftrag weiter. Und dass genau das eigentlich machbar ist und wir als Label oder ja, wir als Unternehmen in Deutschland auch eine, die Möglichkeit auf jeden Fall dazu haben, da was dran zu verändern. Das finde ich immer wieder krass, dass da so viele Ausreden einfach auch passieren. Und gerade für sowas braucht man natürlich so ein Lieferkettengesetz eigentlich total dringend. Aber natürlich auch dann eben eins, dass, dass die Punkte auch wirklich abdeckt, alle wichtigen Punkte. Und das, nicht wieder so Schlupflöcher ja, hier und da und verwässert und Grauzonen und was ist, wenn, genau, offen lässt einfach. Genau. Weil ich denke, solche Löcher werden schnell gefunden dann halt auch immer, gell? Also, ja, auf jeden Fall. Ist auch eigentlich total verrückt, wenn man sich vorstellt, dass diese ganzen Unternehmen nur so funktionieren, wie sie jetzt funktionieren, eben weil sie diese Transparenz gar nicht haben und weil sie halt sich nicht um die Menschen dort kümmern. Und ja, das, ja, kann eigentlich kein Argument sein. Also das, nee, ja. Und auch noch einen Punkt, den hatte ich eben vergessen. Dieses Lieferkettengesetz wird ja auch noch nicht mal für die ganze Kette jetzt gelten, sondern erstmal nur für den direkten Zulieferer. Das Das heißt, heißt, diese Transparenz wäre das erstmal nur. Und selbst dagegen wehren sich Unternehmensverbände. Und das ist das. Also das sollte eigentlich Minimum sein, dass man wenigstens die direkten LieferantInnen und vielleicht noch die dahinter wenigstens, dass man da die Transparenz hat und das weiß. Ich meine, man kann nie zu 100% sicher sein, ob ja, die jetzt nochmal irgendwie Verträge weitergeben und so weiter. Aber das würde da auch gar nicht der Fall sein bei so Sanktionen, sondern es geht darum, dass man sich bemühen muss, es zu wissen quasi. Und wenn es irgendwie ja, Indizien gibt oder Risiken gibt, die dann im Unternehmen bekannt sind, dass dann halt auch da nachgeforscht wird. Aber genau, das ja, 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 traurig ein wenig. Ja, ja. Vor allem, wenn man eigentlich denkt, jetzt kommt was, jetzt bringen wir was auf den Weg, was was verändern kann, und dann kommt doch wieder so ein, ja, Rückschlag eigentlich. Und ja, ja, ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es euch dann geht, wahrscheinlich dann auch ein bisschen frustrierend in einer gewissen Art und Weise, oder? Ja, es ist immer ein bisschen, ich meine, es ist jetzt ein bisschen schlimm zu sagen, aber die ganze Arbeit ist irgendwie deprimierend, ne? Es gibt, also es ist halt, also mir macht meine Arbeit super viel Spaß und es, man sieht ja auch Erfolge, aber generell diese ganzen Themen, das sind, ja, das ist traurig. Und wenn man dann halt ja, so Lichtblicke hat, jetzt beim Lieferkettengesetz, und dann ein paar Wochen später kommt dann irgendwie, ja, das ist raus, das ist raus, das ist raus, dann denkt man sich auch so, ja, jetzt haben wir die ganze Zeit so viel Lobbyarbeit für die Lieferkette gemacht und
dann wird es doch wieder irgendwie hier und da rausradiert. Das ist natürlich ja ärgerlich. Aber ich meine, wir sind so viele Organisationen und so viele Menschen, die sich dafür einsetzen. So viele Menschen haben diese Petition unterschrieben. Ja. Also man merkt auch, dass da an der Bevölkerung auch einfach sehr viel Zuspruch ist und das auf den Weg gegeben werden muss. Und es wird ja jetzt auch. Und es ist auf jeden Fall ein Start. Und sowas braucht halt auch immer Zeit. Man muss halt geduldig sein. Und es gibt ja dann auch noch die Möglichkeit, wenn es dann drin ist, dass man dann noch nachbessert. Und da wird es dann die nächsten Jahre auch weiter drum gehen. Ja, genau. Du hast jetzt auch viel von Organisationen eben auch gesprochen, die da handeln und sich einsetzen. Wie sieht es denn mit jedem Einzelnen von uns aus? Was können wir tun? Wie können wir uns verhalten, um da eben auch einen gewissen Beitrag mit beizutragen? Ja, genau. Weil das ja quasi einfach auch nochmal eine andere Möglichkeit ist, jetzt nicht eben politisch vorzugehen oder eben, wenn so ein Lieferkettengesetz dann eben doch nicht ganz so stark ist, muss es ja einfach irgendwie eine andere Möglichkeit geben, auch als EndkundInnen da was zu verändern. Also das Wichtigste ist natürlich immer, dass man informiert ist. Wenn ich keine Infos habe, kann ich mich für nichts einsetzen. Also ich würde empfehlen, Newsletter zu abonnieren von Femnet oder von der Clean Clothes Campaign oder von der Lieferkette, also Initiative Lieferkettengesetz oder irgendwie Personen auf Social Media zu abonnieren, die Infos geben können, jetzt wie zum Beispiel auch bei uns oder bei den Fashion Changers oder anderen BloggerInnen, die teilweise auch ganz gute Arbeit machen. Und das ist auf jeden Fall der erste Schritt. Und was man auf jeden Fall immer machen kann, ist Petitionen unterschreiben. Also gerade jetzt bei dem Lieferkettengesetz hat man ja gesehen, das waren irgendwie über 250.000. Also das ist wirklich eine große Menge für eine Petition. Und das wird dann in den Bundestag gegeben. Und das hat natürlich auch eine Wirkung dann im Kollektiv. Also das ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Ganz häufig gibt es ja auch Kampagnen, sowas wie die Hashtag PayUp-Kampagne, die gab es ja jetzt letztes Jahr, nachdem die ganzen großen Modeunternehmen ihre Aufträge storniert haben. Da konnte man dann auch auf Social Media unter dem Hashtag und dann irgendwie Unternehmen taggen und sagen, H&M PayUp, C&A PayUp und so weiter. Und da kann man auch einen schönen Shitstorm auslösen. Ja, das ist immer, eine Person alleine kann nichts auswirken, aber wenn es halt jeder dann doch für sich macht, dann hat es halt trotzdem einen Impact, der nicht zu verachten ist. Ne? Ja. Und gerade definitiv. In der Zeit von Social Media ist das halt einfach, also hat man einfach auch eine große Wirkung. Das sieht man ja immer wieder. Ich meine, klar ist Cancel Culture auch so ein bisschen ein zweischneidiges Ding. Also kann man gut finden oder auch nicht gut finden, aber ich finde, es ist auf jeden Fall, es zeigt total, wie viel wir da mit unserer Entscheidung einfach auch auswirken können. Und wenn das eben, wenn sich alle zusammentun, man da auch wirklich was bewirken kann. Das ist auch eine gute Überleitung vielleicht so eben zu Kaufentscheidungen. Das ist ja auch was man wirklich aktiv als KonsumentIn machen kann, dass man eben sagt, man kauft eben nicht bei den großen, wie wir sie alle kennen. Wir wollen jetzt, also theoretisch könnte man auch Namen nennen, aber wir wissen, glaube ich, alle, über wen wir sprechen. Und dadurch, darum geht es ja auch bei der Fashion Revolution Week, dass man eben gerade natürlich eben auch nachfragt, wie du jetzt auch gesagt hast, eben auch who made my clothes auch wirklich, also ich sage es auch immer wieder, so stupid es auch klingt, auch wirklich einfach mal eine E-Mail hinschreibt. Ja. Weil je mehr die dazu aufgefordert werden, auch ihre Transparenz irgendwie aufzuzeigen oder zu sagen, woher kommen unsere Materialien, wie sind unsere Lieferwege, mit was für Materialien arbeiten wir. Je mehr die das und je öfter die das hören, desto klarer wird denen ja auch, das ist wirklich was die Leute auch wollen. Weil ich glaube, dass das halt auch eben so ein Ding ist, die großen Wirtschaftsunternehmen wirklich davon abzubringen, nicht mehr wirtschaftlich zu denken, wird, glaube ich, nicht passieren. Aber ihnen zu sagen, es gibt irgendwie auch einen anderen Weg zu wirtschaften und das ist auch wirklich was wir wollen oder was die Kundschaft will, das, glaube ich, ist super wichtig. Und da ist es wahrscheinlich auch eben gerade wichtig,
nicht in seiner Bubble zu bleiben, wie ich das auch oft merke. Ich denke, aber es ist doch schon alles ganz toll und das machen doch schon alle. Dann müsst ihr raus. Total richtig, genau. Und dann irgendwann kommt immer so der Punkt, wo man denkt, vielleicht doch nicht. Es gibt, glaube ich, ganz viele andere Menschen, die da noch nicht so aktiv dahinter sind. Und ich glaube, da ist es auch super wichtig, dann eben aktiv zu bleiben, wie du auch sagst. Und nicht so zu sagen, ja, ich mache ja schon alles richtig quasi oder ich versuche schon alles so richtig wie möglich zu machen, sondern wirklich auch aktiv die Unternehmen zu fragen, wo kommt eigentlich euer Zeug her? Ja. Ich habe auch gestern noch von, auch in einem Talk von einer Unternehmensvertreterin gehört, dass die, also hat von einer Kollegin erzählt, die auch eine ganz tiefgründige Anfrage, sag ich mal, bekommen hat, auch wo es um Materialien ging und so weiter und das auch ein nachhaltigeres Unternehmen. Ja. Und die meinte dann, ja, wir haben uns total gefreut. Also auch die Unternehmen, die sich auf den Weg machen und dann halt merken, okay, das wird irgendwie supported, da wird nachgehakt. Ja, das führt natürlich auch dazu, dass sie sich in der Richtung, in der sie sich bewegen, dann auch richtig fühlen und auch weitermachen. Deswegen, ich glaube auch, dass das viele unterschätzen, dieses direkte Nachhaken. Also genauso wie auch jetzt bei der beim Lieferkettengesetz, da konnte man jetzt ja auch Briefe an die Abgeordneten schreiben und da haben wir auch teilweise Antworten bekommen von den Abgeordneten. Also es ist wirklich nicht zu unterschätzen und es ist halt auch einfach eine Stimme, die man abgeben kann und auch wenn es halt zu bestimmten Themen auch dann ist, wie zum Beispiel Zwangsarbeit der Uiguren zum Beispiel oder so wie bei PayUp oder so, wenn es halt wirklich auch was Spezifisches ist, dann fühlen sich die Unternehmen, glaube ich, auch noch mal ein bisschen mehr dazu gedrungen, dann auch zu antworten oder mal ein Statement dazu zu machen. Ne? Ja, voll. Das stimmt. Da hatten wir auch in unserem Pre-Talk mal drüber gesprochen gehabt. Weil ich glaube, dass es vielen einfach auch so geht, dass man nicht ganz genau weiß, was frage ich denn, wie kann ich denn überhaupt rausfinden, arbeitet oder wirtschaftet ein Unternehmen nachhaltig? Und dann muss ich auch sagen, in meinen jüngeren Jahren, gut so alt bin ich jetzt nicht, aber in meinen jüngeren Jahren, da war ich auch erschlagen vom Siegel-Dschungel oder wenn dann eben so eine Nachhaltigkeitskampagne rauskommt von H&M, wir benutzen jetzt nur noch Bio-Baumwolle, aber kann das nachhaltig sein? Das ist, glaube ich, sowas, was ganz viele einfach auch nicht wissen. Was ist denn wirklich der Indikator für nachhaltige Kleidung? Genau, also wir haben auch im Vorgespräch ja schon gesagt, es ist, man kann nie zu hundertprozentig, also nie hundertprozentig sicher sein, dass das Produkt oder dass das Label die Lieferkette komplett kennt oder zu 100% sagen kann, da ist jetzt nur Bio-Baumwolle in dem Teil drin. Aber was sind denn so Sachen, was KundInnen auch einfach fragen können oder was man in so eine E-Mail mit reinschreiben kann, um rauszufinden, arbeiten die wirklich nachhaltig oder ist es quasi nur Greenwashing, wie man es so schön sagt? Was schon mal ganz gut wäre, ist, wenn die Unternehmen zeigen oder transparent sind. Also wenn sie zum Beispiel ihre LieferantInnenlisten öffentlich machen oder wenn man da, also könnte man nachfragen, habt ihr eine Liste, wo steht, wo ihr überall, in welchen Ländern ihr Fabriken habt oder wo ihr produzieren lasst. Und das ist immer schon mal ein guter Indikator, wenn das Unternehmen versucht, transparent zu sein oder auch selber diese Listen hat und sagen kann, ja, wir sind da und da und da, wir sind in den Ländern, in dem Land sind wir gerade nicht. Das ist schon mal so der erste Schritt, sollte eigentlich auch selbstverständlich sein, sollte man meinen, aber es ist tatsächlich so, dass viele Unternehmen das eben nicht zu 100% wissen und auch eben nicht veröffentlichen wollen. Dann auch wieder unter dem Vorwand Wettbewerbsnachteil und so, wenn sie es veröffentlichen. Aber immer mehr Unternehmen machen das auch. Da ist auf jeden Fall eine gute Sache, die man nachfragen kann. So generell kann man auch so ein bisschen mal gucken in dem Shop, also auf der Website oder auch ein bisschen mal so sich erinnern, wie viele Kollektionen denn dieses Unternehmen im Jahr rauswirft. Also sind das so saisonale Sachen? Weiß ich, okay, im Frühling haben die neue Sachen, im Sommer haben die neue Sachen und so weiter.
Oder ist wirklich so, dass ich jede Woche da irgendwie nachgucke und es gibt immer wieder was Neues und neuer Trend und der wird sofort aufgegriffen und sofort 2 Tage später kann man es schon mal vorbestellen. Also das ist immer auch so ein bisschen ein Zeichen dafür, ja, für diese Schnelllebigkeit, und die ist halt meistens nicht sehr nachhaltig. Ja. Genau. Deswegen viele nachhaltige Unternehmen haben ja auch den Ansatz, eben nicht ständig was Neues rauszuballern, sondern halt auch ja, Basic zu haben und die dann halt durch saisonale Sachen zu ergänzen und dann halt wirklich ja, abgegrenzte Kollektionen zu haben, so wie es halt früher auch total normal war. Ja. Dann ein weiterer Punkt, den man gut kann man gut nachforschen auch auf der Webseite. Also viele machen das mittlerweile auch, dass sie die Zusammensetzung der Kleidung öffentlich machen. Also dann steht dann 60% Baumwolle, 40% Polyester oder andersrum oder so weiter. Und da kann man dann schon mal ein bisschen, ja, muss man, glaube ich, ein bisschen recherchieren, um da ein bisschen Ahnung zu kriegen. Aber so umso mehr synthetische Fasern, ja, desto kritischer, würde ich sagen, jetzt mal ganz ökologisch gesehen, weil es halt ja, Mikroplastik sich abreibt und die Meere verschmutzt im Endeffekt. Und so Mischfasern. Ja, Gemischfasern, ja, genau. Das wollte ich gerade mit ergänzen, genau. Ah ja. Ja, genau. Also so Mischfasern sind halt auch im Recycling-Aspekt ein bisschen kritisch. Also da gibt es mittlerweile sogar wirklich Maschinen, die da Polyester-Baumwolle zum Beispiel gut trennen können. Aber es wird halt gerade noch überhaupt nicht im großen Stil umgesetzt. Deswegen kann schon sein, dass sich das zukünftig irgendwie löst, dieses Problem, aber derzeit auf jeden Fall noch nicht. Und genau, also wenn das Unternehmen dann diese Materialzusammensetzung und auch im Design irgendwie nicht wirklich mitdenkt, wie dieses Produkt dann irgendwann entsorgt werden kann oder recycelt werden kann, dann ist das auch schon mal ja, nicht so gut, nicht so nachhaltig. Genau. Und so noch ein paar Punkte zu Fairness, was auf jeden Fall auch viele öffentlich dann auf die Webseiten schreiben, ist, ja, wir bezahlen Mindestlöhne. Und dann, wenn man da halt nicht so wirklich Ahnung von hat, dann klingt das so, ach ja, okay, ist ja alles rechtens. Genau. Aber in sehr vielen Ländern ist es so, dass dieser Mindestlohn weit unter dem liegt, was die Arbeiterin oder der Arbeiter eigentlich zum Leben bräuchte. Also teilweise wirklich das Doppelte, manchmal das Dreifache, Vierfache, was die benötigen würden für ein sicheres und ein gesundes Leben. Deswegen, da kann man dann auch mal, das finde ich eigentlich auch eine ganz gute Nachricht an Unternehmen, also mal schreiben, ich habe gelesen, ihr bezahlt Mindestlöhne, wie sieht denn das mit existenzsichernden Löhnen aus, strebt ihr das an? Also mittlerweile, also zurzeit ist leider so, dass das wirklich sehr wenige Unternehmen existenzsichernde Löhne zahlen und von den ganz großen Unternehmen keins. Und das ist auf jeden Fall was, wo sich viele auf den Weg begeben wollen und das halt nicht von jetzt auf gleich leider so nicht so einfach umsetzbar. Aber genau, wenn sich da ein Unternehmen irgendwie Ziele setzt und Maßnahmen auch umsetzt, dann ist das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, und was ja auch zum Beispiel dann auch wieder keinen Unterschied macht zwischen Europa oder Asien, ne? Das ist auch sowas, was ich auch krass fand zu hören, weil man eben ja diese Billiglohnländer in Asien kennt und dass da der Mindestlohn auf keinen Fall existenzsichernd ist, ist einem irgendwie auch bewusst, aber dass das tatsächlich auch in Europa zum Teil wirklich der Fall ist, also vor allem in Osteuropa, fand ich auch echt ziemlich krass zu hören. Und da hat man dann auf seiner Jeans made in EU stehen und ist aber eben vielleicht doch nicht nachhaltig und nicht fair. Magst du da vielleicht ein kurzes Beispiel nennen? Weil wir sprechen zwar immer von Lohn und existenzsichernden Lohn. Kannst du da ein kurzes Beispiel nennen, in welchen Dimensionen wir uns da bewegen? Also wie krass dieser Unterschied eigentlich ist, um das mal kurz ein bisschen greifbarer für uns zu machen. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen im Kopf, aber jetzt mal auf Europa bezogen. Da hat die CCC gerade auch einen neuen Report veröffentlicht. Da geht es um einen Basisexistenzlohn für Europa. Und der ist so zweigestaffelt. Das eine ist irgendwie so um 1.000 Euro irgendwas und das zweite ist mit 2.000 irgendwo irgendwas. Und das sind dann bestimmte Länder, die da runterfallen. Und in vielen Ländern, so ich, also
würde jetzt mal Bulgarien, Rumänien und so weiter nennen, da ist es so, dass die Bezahlung halt sehr viel niedriger ist, also ein Viertel irgendwas bei 200, 300 Euro. Also das ist, ja, genau, müsste eigentlich das Vierfache höher sein. Wahnsinn, ja. Dann sieht man da erstmal diese Dimension, was da eigentlich dazwischen liegt, was bräuchte, um, ja, wie gesagt, einen existenzsicheren Lohn überhaupt bieten zu können. Ja, hier kommt auch eine Frage rein, eigentlich genau zu dem Thema, das wir gerade besprechen. Ja. Gibt es eine Liste von Indikatoren für Nachhaltigkeit? Ich weiß nicht, vielleicht können wir ja auch einfach nach unserem Talk und wenn wir die Videos veröffentlichen, einfach auch nochmal kurz die Punkte, die wir jetzt besprochen haben und was eben für Indikatoren da sind, was man nachfragen kann, einfach nochmal mit drunter schreiben, dass es auch die Leute noch mal weiß haben und ja, genau, vielleicht auch als Inspiration mitnehmen können. Ja. Mhm. Ja, das kann ich gerne machen, als Kommentar dann einfach. Ja, das ist sehr super, cool. Genau. Sehr cool. Mhm. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach auch, ja, jeden Einzelnen ein bisschen dazu zu bringen, zu hinterfragen, Dinge auch mal vielleicht ein bisschen kritischer zu reflektieren und dann eben auch in das Gespräch mit Unternehmen oder eben auch Organisationen zu gehen. Ja. Und es ist auch wirklich keine Frage zu dumm. Also wir kriegen das ja auch bei uns im Unternehmen mit. Also wir sind ja wir versuchen so nachhaltig wie möglich zu arbeiten und kriegen aber auch natürlich ständig Fragen gestellt, die für uns völlig klar sind, weil wir natürlich in der Textilbranche arbeiten, aber für ganz viele andere vielleicht eben nicht so ersichtlich. Und keine Ahnung, sei es, wo wird welches Material angebaut oder ja, genau, was ist gut für den Sport, was ist gut für alles Mögliche. Also da ist wirklich auch keine Frage zu dumm. Und und ich glaube auch die Label, denen das wichtig ist, das ist wahrscheinlich auch so ein Indikator, wo man das auch so ein bisschen dran abmachen kann, ist auch, wie ausführlich wird die Antwort sein, die man bekommt. Ne? Ja. Also weil wenn sich Label mit Nachhaltigkeit beschäftigen und wenn das wirklich auch ein ernstes Anliegen ist, dann gibt man sich da auch Mühe. Also Die Fragen, teilweise kriegt man echt so eine Antwort, also richtig lang, aber da steht dann nur ganz allgemein alles, wir machen. Also es ist dann wirklich so ein vorbereitetes Ding, was einfach alle kriegen, die irgendeine nachhaltige Frage haben. Genau. Und dann merkt man so, okay, die haben sich mit meiner Frage nicht befasst. Also lang ist nicht unbedingt dann gut. Also es muss schon irgendwie auch spezifisch auf das Thema irgendwie geantwortet werden. Aber das erkennt man dann auch, ja. Ja, deswegen wahrscheinlich auch gut, auch so ein paar explizite, wirklich explizite Fragen mit reinzubringen. Wie, keine Ahnung, ich habe mir das und das T-Shirt gekauft, wie ist es genau bei dem T-Shirt? Könnt ihr mir sagen, wo die Faser daherkommt? Oder könnt ihr mir sagen, auch eine gute Idee. Wie viel CO2 verbraucht? Klar, das ist auch sowas, was zwar ich nicht jedes nachhaltige Label weiß, aber Super schwierig. Ja. Wo man dann auch feststellen kann, kriege ich jetzt gerade eine Standardantwort oder gehen die wirklich auf meine Frage ein? Ja, Und auch einfach diese Woche, die ja jetzt eben diesen Anlass bietet, auch über die Woche hinweg eben mitzunehmen, dass wir eben nicht nur auf dieser Woche sitzen, sondern alles, was wir aus dieser Woche vielleicht jetzt auch mitnehmen, über das ganze Jahr verteilt, immer mal wieder, das einfach dranbleiben. Genau, diese dran zu bleiben und eben diese, dieses hartnäckig sein einfach mitzunehmen. Ja, das muss man leider. Ja. Man muss geduldig sein, man muss dranbleiben. Ja. Aber deswegen ist es eben gut, dass es Organisationen gibt, die eben wissen, okay, es gibt immer wieder Rückschläge, aber trotzdem dranbleiben und sich eben dafür einsetzen, weil sie genau wissen, wir wollen irgendwas erreichen und koste es, was es wolle, in Anführungsstrichen. Ja. Aber eben diese Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögen eben behalten. Ja, ich finde es auch super interessant, das erzähle ich immer ganz gern, als ich angefangen habe zu studieren, das war 2012, da war das noch so nachhaltige Mode, was ist das? Das ist nur was für Ulkos und da gibt es nur Leinen und nur Grau und Beige und das hat sich wirklich mit der Zeit immer mehr verbessert und es ist immer populärer geworden, dann saß man in Mitfahrgelegenheiten dann, wurde schon gefragt, wo kann man denn nachhaltig einkaufen? Ich weiß nicht wo. Gibt alles irgendwie, es ist alles so uncool, ich möchte coole Sachen kaufen irgendwie. Und mittlerweile ist es ja schon fast, kennt jeder Nachhaltigkeit. Also jeder weiß irgendwie, was ist das. Also klar, auch manchmal nur auf eine oberflächliche Art und Weise, aber ich finde, da kann man schon auch mit Hoffnung auch in die Sache so ein bisschen reingehen, weil es hat sich ja mittlerweile auch wirklich schon einiges verändert.
da ist natürlich auch wichtig, dass man eben nicht nur bei sich was verändert, nicht nur bei uns sich was verändert, sondern wie du auch schon gesagt hast, einfach auch in den Ländern, in denen es eben schwieriger ist, auch politisch zu arbeiten, dass man da auch irgendwie seinen Aktivismus mit reinbringt. Kannst du auch sowas sagen, wie du vielleicht die Zukunft siehst, wo es hingehen könnte, wo es vielleicht auch hingehen wird? Kann man da irgendwas in die Richtung sagen? Ja, also die Pandemie hat ja gezeigt, dass man sowas überhaupt nicht sagen kann. und das ist auch wirklich irgendwie so ein bisschen herber Rückschlag. Also dass man jetzt durch die Pandemie mal wieder sieht, wie schlimm die Auswirkungen dann wirklich sind durch diese globale Vernetzung. Und aber ich hoffe, also ich kann ja vielleicht erzählen oder sagen, was ich mir erhoffe. Ja, und dass das auch vielleicht nicht unwahrscheinlich ist, dass also ich hoffe, dass immer mehr Arbeiterinnen und Arbeiter für ihre Rechte aufstehen, gehört werden, dass sie den Mut haben, sich für sich und ihre Rechte einzusetzen. Und das passiert auch und es wird mehr. Deswegen hoffe ich, dass das dann auch so viel Druck auf die FabrikbesitzerInnen und dann eben auch auf die Marken auslöst, dass sich da wirklich was verändert. Und was auch eine interessante Entwicklung ist, es gibt so einen Zusammenschluss von mehreren FabrikbesitzerInnen aus verschiedenen Ländern im globalen Süden, die sich dann gemeinsam quasi stark machen wollen, um so die Produktions- oder die Einkaufspraktiken der großen europäischen Unternehmen und auch westlichen Unternehmen insgesamt zu beeinflussen und eben dann sich auch international, obwohl sie ja sonst eigentlich immer in Konkurrenz zueinander stehen, eben gemeinsam stark machen für eben Einkaufspraktiken, die es eben ermöglichen, dass die Arbeiter nicht diese vielen Überstunden machen müssen, eben den richtigen Lohn bekommen und so weiter. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie sich das ganz gut entwickeln kann. Und ich hoffe natürlich auf ein gutes Lieferkettengesetz. Und das sollte dann auch ein Vorbild sein für ein Lieferkettengesetz auf europäischer Ebene. Wenn das auf europäischer Ebene auch umgesetzt wird, dann ist das wäre auf jeden Fall, und wenn das dann auch gut ist, das wäre auf jeden Fall auch ein Game Changer und das würde dann wirklich auch so viel Schlagkraft haben, dass sich dann von jetzt auf gleich was sehr positiv ändern könnte. Ja, total. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das ist so auch das, was wir uns generell wünschen oder wo du auch gesagt hast, dass sich die Leute auch zusammenschließen. Das ist ja auch was auch bei uns passieren kann. Wir hatten es nur mal ganz kurz angerissen, auch zur Circular Economy, wo es einfach auch, da haben die Fashion Changers auch einen ganz tollen Beitrag dazu. Den kann man sich bei denen auf dem Profil auch anschauen, wo der Michael, unser Chef, auch mit gesprochen hat. Und wo es eben auch darum geht, dass es total wichtig ist, dass Label sich auch eben zusammentun, um eben so größere Projekte auch einfach anzugehen, weil es eben total schwierig ist, für ein einzelnes Unternehmen da auch was zu bewirken. Also auch auf der anderen Seite ist es total wichtig, zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das ist einfach generell so ein Pathos, den man haben muss, um was zu verändern, dass man eben nicht alleine dasteht und alleine durchkämpft, sondern das wirklich auch gemeinsam macht. Und dass dann die verschiedenen Stakeholder auch an einen Tisch kommen. Also dass dann nicht nur die Unternehmen für sich was machen, die VerbraucherInnen und die Regierung, sondern eben, dass auch gemeinsam irgendwie an Lösungen gearbeitet wird. Also das ist eigentlich immer so der beste Ansatz. Also wenn wirklich aus jedem Stakeholder, also es verschiedene Stakeholder aus den Bereichen gibt, die dann gemeinsam an Lösungen arbeiten, weil man dann natürlich auch die anderen Sichtweisen und möglichen Probleme dann direkt mit im Blick hat. Also das ist auch immer so, Multi-Stakeholder-Initiativen sind immer ein sehr guter Ansatz. Ja, auf jeden Fall. Um da nochmal auf Femnet auch zurückzukommen, wie ist es denn möglich, euch auch zu unterstützen? Also wie können jetzt auch die Leute, die das jetzt hier zuschauen, euch unterstützen? Also gibt es natürlich viele Wege. Also wir sind ein Verein, man kann immer Mitglied werden. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, auch selbst aktiv zu werden.
mitzuarbeiten, auch mitzuentscheiden, wo unser Fokus liegt und wie wir arbeiten und so weiter. Also wir freuen uns immer sehr doll über Mitglieder. Man kann es aber auch über unsere Social-Media-Kanäle supporten, uns followen auf Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, unsere Beiträge teilen, umso mehr Leute es sehen, umso besser. Man kann uns spenden, man kann auch zu gewissen Bereichen spenden, jetzt wie das beim Nothilfefonds zum Beispiel war. Jetzt gerade haben wir eine Spendenaktion für Myanmar. Da war ein Militärputsch und der hat sehr schlimme Auswirkungen auf die Bevölkerung und auch eben auf die TextilarbeiterInnen dort vor Ort. Und teilweise werden da GewerkschafterInnen und ArbeiterInnen verfolgt und vom Militär entführt. Jetzt gerade auch eine Gewerkschafterin, die auch schon mal bei uns hier in Bonn zu Besuch war. Also ganz, wirklich ganz schlimme Entwicklung. Und da sammeln wir gerade Spenden. Genau, das wäre eine Möglichkeit, auch Spendenaktionen oder wenn man sich vielleicht nicht zum Geburtstag wünscht, dass man stattdessen sich Spenden für den Verein wünscht. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, irgendwie eine Spendenaktion zu machen. Genau, das sind auch immer gute Möglichkeiten und ansonsten mit uns in Kontakt treten, Veranstaltungen planen gerne, also wenn man Ideen hat oder für Tauschpartys, jetzt gerade schwierig, aber allgemein, oder Filmabende und so weiter, also wir freuen uns immer, wenn wir irgendwo eingeladen werden oder wenn man mit uns sprechen möchte oder Fragen hat, also. Ja, sehr cool. Genau. Ja, da läuft ja auch gerade bei uns eine kleine Spendenaktion, falls das die Leute noch nicht mitbekommen haben, also wir haben ein Top diese Saison zu kurz geliefert bekommen. Das passiert leider auch immer mal wieder im Fashion-Alltag. Das wird natürlich auch bei vielen oft einfach vernichtet. Wir wollten das aber natürlich nicht machen und haben uns deswegen auch dazu entschlossen, das zu verkaufen und dann 50% eben an Femnet zu spenden. Ja, das findet ihr auch auf unserer Homepage. Aber ihr dürft natürlich auch einfach so an Femnet spenden, ohne zu kaufen. Oder beides. Oder beides, genau. Das ist natürlich am besten. Genau. Da kam gerade noch eine Frage rein von der Birgit, ob es denn eine Idee für analoge Sichtbarkeit gibt oder Sichtbarmachung gibt. Wahrscheinlich ist es auch, also geht es auch um Siegel oder wie man an Kleidung das erkennen kann. Falls nicht, Birgit, schreib uns das nochmal, falls wir es falsch verstanden haben. Ansonsten probieren wir es mal zu beantworten. Genau. Ich hatte jetzt gedacht, analoge Sichtbarkeit, was die Sichtbarmachung, dass man quasi nicht nur digital aktiv ist, hätte ich jetzt gedacht. Aber ich kann auch beides. Ah, okay. Du kannst auch beides. Ich glaube, wir gehen den sicheren Weg. Also wenn das jetzt auf Siegel und so weiter bezogen ist im Laden, dann ja, also Siegel sind, also können auf jeden Fall ein Hinweis dazu sein, dass dieses Produkt nachhaltiger ist als ein anderes. Und da empfehlen wir auch immer drauf zu achten, welche Siegel das denn sind. Also zum Beispiel Fair Wear Foundation ist ein ganz gutes, ist ein Unternehmenssiegel. Das bezieht sich auf die Konfektion, aber das ist sehr ambitioniert. Und dann gibt es das Gott-Siegel, was im ökologischen Bereich ganz gut ist. Und dann gibt es noch Fairtrade Cotton, das Fairtrade Cotton Siegel und manchmal gibt es auch die dann zwei oder drei in Kombination, also wenn es dann mehrere Siegel sind, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein gutes Indiz. Genau, aber da muss man dann schon auch ein bisschen gucken, ob das wirklich ein unabhängiges Siegel ist oder ob das jetzt ein Unternehmenssiegel ist, weil diese Unternehmenssiegel Ach, das ist auch gesehen, so wie du schaust. Ja. genau, aber diese, also um das mal eben noch zu Ende zu bringen, trotzdem, Unternehmenssiegel grenzen halt häufig an Greenwashing und das sagt dann leider häufig nur aus, dass das halt ein ganz kleines bisschen nachhaltiger ist als die anderen Sachen, die da im Laden stehen und vielleicht halt trotzdem irgendwie nur 60% recycelt sind und dann, ja. Veranstaltung, Kunstaktion. Genau, also da sind wir ganz offen für. Gibt verschiedenste Möglichkeiten, Veranstaltungen zu machen. Wir hatten lange eine Ausstellung, die wir geliehen haben. Die gibt es jetzt auch als Posterausstellung, die kann man kaufen. Das kann man bei Veranstaltungen auch aufhängen. Da geht es um die ArbeiterInnen in Bangladesch.
glaube ich. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber auf jeden Fall geht es um Arbeiter im globalen Süden, die dann ja, in Porträts gezeigt werden und dann auch Informationen dazu gibt. Genau, aber uns kann man natürlich auch einladen zu Veranstaltungen. Wir haben eigentlich in ganz Deutschland ja, MitarbeiterInnen oder MultiplikatorInnen, die dann eventuell auch vorbeikommen können. Da hast du, glaube ich, auch gerade die Frage, die danach kam, fast schon ein bisschen mit angerissen, mit dem, inwieweit ihr auch Bildungsarbeit macht. Aber das hast du gerade schon so teilweise mit angeschnitten. Das hatten wir am Anfang auch kurz. Genau. Also Bildungsarbeit machen wir an Hochschulen und Schulen, aber wir gehen auch gerne auf Abendveranstaltungen. Wir machen auch häufig eigene Abendveranstaltungen. Wir haben auch häufig dann ArbeiterInnen aus dem globalen Süden als Gast, die dann erzählen. Mhm. Das hatten wir jetzt auch während des letzten Jahres dreimal auch als digitale Veranstaltung. Genau, also das ist alles möglich. Habt ihr denn auch irgendwelches Infomaterial, das man sich bei euch irgendwie runterladen kann oder auch anfordern kann für irgendwelche Veranstaltungen, auch einfach zur Info zum Auslegen? Genau, also wir haben verschiedene Factsheets zu verschiedenen Ländern zum Beispiel oder zu verschiedenen Themen. Auch so zum Beispiel zu CO2 und Bekleidung, weil das eben schon mal kurz fiel. Genau, also da haben wir verschiedenste Materialien und Flyer und auch Broschüren zu ein bisschen, also wenn man ein bisschen mehr Infos haben will. Und die kann man teilweise runterladen und kann man aber auch bei uns bestellen. Also und fast alle kostenfrei. Mhm. Einige kosten vielleicht mal 1 Euro oder so, aber da gibt es eine große Auswahl. Also gerne auf unserer Website femnet.de gucken unter Materialien. Da gibt es einiges. Sehr cool. Gibt es noch irgendwas, was dir noch total auf dem Herzen liegt, das du noch ansprechen wolltest? Oder wir geben dir sozusagen das offizielle Schlusswort. Oder falls natürlich noch Fragen sind, dann können wir die auch noch gern stellen. Für die Leute, auch, die gerade erst dazugekommen sind und noch eine Frage stellen wollen, können wir das natürlich auch machen. Also die Eika ist von Femnet hier bei uns und kann da jegliche Fragen beantworten. Also ein Thema, was mir gerade am Herzen liegt, ist das Myanmar-Ding, was ich eben meinte. Also es ist wirklich irgendwie ganz katastrophal. Das tut einem echt so im Herzen weh, wenn man die Bilder sieht. Und eine Kollegin von mir, Oma, die kommt aus Myanmar und die hat auch Einblick da vor Ort und ihre Eltern wohnen da. Und ja, das ist natürlich irgendwie, nimmt einen sehr mit. Und deswegen nochmal der Aufruf, wenn man kann, gerne spenden an unseren Fonds für Myanmar. Das ist das für mir so gerade sehr wichtig. Und ansonsten, ja, einfach informiert sein, bleiben, aktiv bleiben und ich freue mich ganz doll, dass hier 20 Leute dabei waren und hoffentlich danach noch ein paar angucken. Genau. Also wir werden auch auf jeden Fall, oder du wirst die Punkte auch nochmal eben zusammenschreiben und das mit in die Kommentare packen. Ja, gerne. Gewonnen. Sehr gut. Genau. Ah, noch eine gerne Frage. Weißt du, was mit den Spenden, wie die Spenden eingesetzt werden wahrscheinlich? Genau, also grundsätzlich, also es gibt natürlich Allgemeinspenden an uns, die dann frei verfügbar sind bei Femnet. Beim Nothilfefonds ging das an unsere Partnerorganisation, die dann direkt das an Familien gegeben haben. Jetzt bei Myanmar ist es ein bisschen schwieriger, muss man ehrlich sagen, weil da genau, dass gerade dadurch, dass dieser Militärputsch da ist und auch die Banken und staatliche Institutionen da involviert sind und man nicht genau weiß, ob das Geld dann ankommt, das muss dann manchmal über ein anderes Land gehen, ist ein bisschen schwierig, das jetzt ganz transparent zu machen, aber genau, wir tun da unser Bestes, da die Kontakte auch transparent zu machen dann. Ich glaube, das ist bisher noch nicht passiert, deswegen will ich noch nichts Falsches sagen, aber wir versuchen eigentlich immer, das dann auch transparent zu machen und auch Zahlen zu geben, wie viele Familien erreicht wurden zum Beispiel. Ja. Und jetzt bei den Myanmar-Spenden geht es darum, GewerkschafterInnen und ArbeiterInnen, die untertauchen müssen, zu unterstützen, also die wirklich jetzt gerade verfolgt werden vom Militär und ich weiß nicht genau, ob das hier schon viele mitbekommen haben.
Aber das ist teilweise so, dass da wirklich ganz friedlich demonstrierende Leute erschossen werden oder auch irgendwie aus ihrem Zuhause rausgeholt werden. Also es ist wirklich eine ganz akute Gefahr. Und genau, wir bangen jetzt auch um die MIUI, die jetzt vom Militär entführt wurde. Und es geht halt genau darum, eben diese Person zu schützen und denen Unterschlupf zu geben und mit Essen zu versorgen. Und auch TextilarbeiterInnen, die jetzt wahrscheinlich ihre Arbeit verlieren, eventuell, wenn sie in existenzielle Not kommen, dann zu schützen oder zu unterstützen, wenn das dann möglich ist. Aber genau, das kann ich jetzt, dadurch, dass das auch noch ganz neu ist, noch nicht ganz so viel sagen. Aber das wird dann auf jeden Fall auch, sobald es geht, dann transparent gemacht auf der Webseite. Sehr cool. Und da ist es natürlich auch immer wichtig, gerade vor allem jetzt, wo doch die Nachrichten auch von einem Thema sehr stark dominiert werden. Auch eben gerade solche Nachrichten auch weiter zu verbreiten und auch Leute dazu auffordern, eben zu spenden und genau, euch da auch zu unterstützen oder die Leute in Myanmar eben auch zu unterstützen. Genau. Ja, also cool. Solange jetzt keine neuen Fragen mehr reinkommen, aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Freuen wir auf jeden Fall, dass so viele dabei gewesen sind. Dass du dabei warst, dass Eike. Du dabei warst, Eike. Gerne. Also ich glaube, es war eine ganz, ganz gute, runde Sache. Ja. Und wir hoffen, dass unsere FollowerInnen auch viel mitnehmen konnten. Und natürlich, wenn noch Fragen bestehen, könnt ihr auf jeden Fall auch Femnet anschreiben, wahrscheinlich unter der Info@Mail, würde ich fast vermuten, oder? Also mich erreicht man unter der presse@femnet.de und unter eika.fischweg@femnet.de, aber ansonsten auch gerne über Social Media anschreiben oder jetzt hier unter dem Video, wenn es hochgeladen wird, dann unterschreiben. Genau. Dann gucke ich da auch mal und kann antworten. Sehr gut. Wir hoffen natürlich, ihr bleibt dran und wir hoffen natürlich, dass sich auch gute Dinge in Zukunft weiter bewähren. Ja. Und dass ihr durchhaltet, nicht aufgibt, auch wenn hier und da doch mal wieder Rückschläge kommen. Wir geben nicht auf. Ja, das ist keine Chance. Das ist sehr gut, das wollte ich hören. Ja, genau. Keine Sorge, wir bleiben dran. Sehr und wir freuen uns, wenn alle mitmachen und unterstützen. Ja, also. Ja, eine wichtige Arbeit und ich glaube, es ist gut, dem Ganzen nochmal, auch wenn immer diese Woche der Anstoß dazu ist, den Raum zu geben. Und ja, genau. Wir hoffen das Beste. Ja. Dann vielen Dank. Wir wünschen allen danke euch. Einen schönen Abend und wir wünschen dir einen schönen Abend, Eika. Schönen Feierabend. Euch auch. Genau. Alles klar. Dann sagen wir Tschüss und Tschüss. Wir sehen uns. Mach's gut. Tschüss. Mach's gut. Tschüssi.